Ich lese das Kamerahandbuch Canon EOS 700D, Ihre Kamera im Praxiseinsatz. Das ist dieses Buch. Die entsprechende Kamera habe ich auch. Die Kamera ist momentan ein Weitwinkel-Zoom-Objektiv drauf. Ich habe noch ein zweites, das, was ich zur Kamera gekauft habe. Das ist das 18 bis 135 mm Objektiv. Das gibt es auch so noch zu kaufen, mit dem bin ich sehr zufrieden. Und mit dem Weitwinkel-Zoom, das ist 10 bis 18 mm, bin ich auch ziemlich zufrieden. Gibt es ein paar Knöpfe an der Kamera, mit denen ich nicht zufrieden bin, zum Beispiel der hier vorne. Funktioniert nicht richtig. Ich bin angekommen bei der Suche im Detail. Das steht in Kapitel 1.2, alle Bedienelemente im Überblick. Der Sucher ist auf der Kamera-Rückseite zu sehen. Hier, das ist der Sucher. Der Sucher zeigt nicht nur den aufzunehmenden Bildausschnitt an, sondern blendet auch für den Fotografen wertvolle Informationen ein. Für Brillenträger praktisch ist der Dioptrienausgleich, auf den würde ich nicht zu sehr setzen. Über ein kleines Einstellrad lässt sich die Stärke des Ausgleichs festlegen, in Richtung des Minuszeichens für alle Kurzsichtigen und in Richtung des Pluszeichens für alle Weitsichtigen. Der Ausgleich erfolgt von minus 3 bis plus 1 Dioptrien. Für Brillenträger mit starken Dioptrienwerten gibt es zusätzliche Einsätze. So, ich trinke mal einen Schluck Milchkaffee. Eben habe ich noch Bier mit Cola-Mix getrunken. Und dann gucke ich mal ein Stück weiter an die Wand. Schließe auch schon 37 und werde 38. So. Gibt es hier ein Bild des Suchers? Das kann ich so in der Kamera nicht zeigen. Das ist hier. Im Wesentlichen bezieht sich das auf dieses Bild, was jetzt kommt. Sobald Sie den Auslöser halb herunterdrücken, leuchten diejenigen Autofokus-Messfelder 1, das ist hier in der Mitte des Bildes, die im Bereich der Schärfe liegen, kurz rot auf. Die kann man auch auswählen. Die sind alle sehr, sehr mittig angeordnet und es sind relativ wenige. Das ist bei teuren Kameras besser. Und wenn man viel mit dem Sucher fotografiert, lohnt sich an der Stelle vielleicht sogar die Investition. Im unteren Bildbereich werden stets die aktuell eingestellten Aufnahmeparameter in grüner Farbe angezeigt. Das ist ziemlich angenehm. Man hat auch relativ schnell ein Gefühl dafür, wie die so sind. Und das ist auch ein Stück weit objektiv abhängig, zum Beispiel bei der Blendenöffnung, wie groß der Schärfentiefebereich an der Stelle ist. Muss man ein bisschen üben und sich vor allem die Fotos angucken, die man gemacht hat. Der Stern ganz links, 2, symbolisiert eine aktive Belichtungsreihe bzw. eine aktive Belichtungsmesswertspeicherung. Braucht man zum Beispiel bei Sportfotografie. Da braucht man noch ein bisschen Erfahrung für. Das Blitzsymbol daneben 3 erscheint, sobald der interne Blitz ausgeklappt und bereit ist.
Der geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven, der kann auch Bilder kaputt machen. Ist ein externer Blitz angeschlossen und die Kurzzeitsynchronisation aktiviert, erscheint H im Sucher. Habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert auch. Der Stern darüber zeigt die Blitzbelichtungsspeicherung, das hat nicht funktioniert. War auch kein Blitz von Canon, sondern irgendwas Chinesisches. Rechts daneben sehen Sie die Blitzbelichtungskorrektur 5, mit der sich die Stärke des Blitzes justieren lässt. Erstaunlich oft hilft es, wenn man ein Stativ nimmt und mit der Blitzbelichtung runtergeht dann. Die Belichtungszeit geht rauf, die Kamera steht aber still und der Blitz wird wirklich nur zum Aufhellen benutzt. Ansonsten kann so ein Blitz Fotografieren auch unmöglich machen. Rechts davon erscheint die maximal vierstellige Verschlusszeit. Alternativ werden dort Fehlermeldungen angezeigt. Und die werden hier aufgeführt. Busy, wenn der Blitz nachlädt oder Daten intern bearbeitet werden. Full, sobald die Speicherkarte voll ist. Error, ERR. Falls ein Fehler aufgetreten ist. Card, wenn keine Speicherkarte eingelegt ist. Und Fell, wenn die Blitzbelichtungsspeicherung aktiv ist. In der Mitte erscheint der aktuelle Blendenwert. Das ist 7, der ist wichtig. Und rechts daneben die Belichtungsstufenanzeige. Mit Belichtungskorrekturwert bzw. Spannweite bei einer Belichtungsreihe. Bin kein Freund von Belichtungsreihen, habe ich nie gemocht. Über einzelne Bilder gemacht und mir die dann angesehen. Damit gelebt, dass es nicht immer ganz hingehauen hat. Rechts daneben sehen Sie stets den Text ISO. Die Kamera hat einen Sensor mit einem schönen Rauschen, da habe ich auch schon Bilder dazu gemacht. Kann man auch mit rumspielen. Viele bezeichnen es als fehlerhaft. Für mich sind das manchmal interessante Nachtaufnahmen, vor allem wenn man Sachen hat, die von sich aus leuchten und nicht besonders hell sind, kann man damit, wenn man den ISO-Wert ganz weit drauf legt, schöne Bilder machen. Und das liegt ja daran, dass der Sensor ein schönes Rauschen hat und man sieht auch, dass der fachgerecht gemacht ist. Der hat eine Schutzschicht, die ist auch so verteilt, wie Sensorschutzschicht sein sollte. Das gefällt mir auch sehr gut an der Kamera. Und darunter D+, falls die Tonwertpriorität aktiviert ist. Das weiß ich nicht, was das ist, Tonwertpriorität. Wenn Sie die Weißabgleichkorrektur nutzen, zeigt der LCD-Monitor das WB++-Symbol. Mache ich mit dem RAW-Konverter, funktioniert ziemlich gut. Würde ich auch jedem dazu raten. Da muss man ein bisschen gucken. Bin ich mir auch immer am unsichersten, ob man da dran gehen sollte und wenn, dann in welche Richtung. Wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt. Haus hier dreht gerade einer durch. Wie gesagt, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, da gibt es eine CD mit dem RAW-Konverter. Da funktioniert dieser Weißabgleich auch drin. Und ich habe auch schon dran rumgespielt. Das macht manchmal Sinn. Auch und gerade bei Landschaftsaufnahmen. Auch bei Landschaftsaufnahmen mit einem Gesicht drin. Sollten Sie im Schwarz-Weiß-Modus fotografieren, erscheint der drunter BW. Bin ich kein Freund vom Schwarz-Weiß-Modus. Rechts davon sehen Sie die maximal verbleibenden Aufnahmen bei einer Reihenaufnahme 12. Der Punkt ganz rechts erscheint, sobald der Autofokus einen Schärfepunkt ermittelt hat. Das ist 13.
Ja, ich gucke dann lieber in dieses Missfeld. Ja. Als nächstes kommt dann der LCD-Monitor. Tschüss.